Also, herzlich willkommen hier beim Let's Play und zwar Mit wieder der Good Game. Susi. Und zwar wieder das verfickte, ach nee, gar nicht, verfickte ist es ja gar nicht. Ja, schöne Wortbegriffe, Das das. sagt man nicht. Ach so, gut. Das wunderschöne Good Game Empire und dazu habe ich auch noch Grouch hier wieder dabei. Ich bin Grutsch. Ja, das wollte ich auch nur von dir hören. Und natürlich auch, wie sie mir gerade eben schon dazwischen geredet hat, die Susi. Hallihallo, ihr Lieben. Wir haben heute mal das, also ich habe bezüglich, wir haben mal überlegt, oder ich habe überlegt, zum Thema Wörterbuch Good Game Empire. Es gibt ja einige Begriffe, die ja einige Leute einfach schreiben, wenn ihr sie angreift oder halt irgendwas im Forum schreiben. Und wir wollen euch einfach heute mal eine kleine Übersetzung dazu geben. Und der Grouch atmet auch gerade ein bisschen, aber das ist kein Problem. Man kann ja auch sagen, Luke, ich bin dein Vater. Luke. Oder Ecto, ich möchte dich gerne nackt sehen. Ja. Zeig mir dein Luke. Lichtschwert. Warum denn auch nicht? So, ich habe den ersten ist zum Beispiel, warum greifst du uns an? Bezüglich, warum greifst du mich an? Das hört man ja irgendwie immer wieder ständig. Hey, warum greifst du mich an? Übrigens Weil ich dazu kann. ganz. Weil ich kann. Kurz, knapp Ja, bin ich. aber die, also warum das da kommt, heißt ja, bla, ist im Endeffekt, bitte hör auf damit. Übrigens, warum greifst du mich an? Dazu habe ich noch zwei wunderschöne Beiträge. Erstmal habe ich ein wunderschönes neues Lied, das werde ich euch jetzt gleich hier nochmal einblenden. Heul doch, heul doch, heul doch alles voll. Nimm dir ein Taschentuch und mach hier alles nass. Yay! Heul doch, heul doch. Heul doch alles voll. Nimm dir ein Taschentuch und mach hier alles nass. Yay! Und dazu habe ich auch noch ein Heulmüll-Tutorial. Das werde ich auch gleich, also jetzt nochmal wieder einblenden. So, ab im Toaster damit. Oder einfach mal in die Sensei damit. So, wow. Dann nimm doch mal eine Hassmehl mit. Nimmst du sie mit? Ja, danke. Tschüss, auf Wiedersehen. So, auf in die Kaffeemaschine damit. Lecker. Heumilz im Ofen. Yummy. Und ab geht's. Waschi, wo hast du dich denn rumgetrieben? Ab mit dir in die Waschmaschine. Ja, und nimm gleich noch ein paar Heumilz mit. Hier, da. Hier, kannst du auch noch mitnehmen. Heumilz. Zack, rein da. So. Und jetzt ab mit dir. So, einfach mal ins Klo damit. Auch eine super Sache. Das geht übrigens auch mit ungelesenen Heumails. Zwinker. Das ist so ein wunderschönes Video, was ich mal gedreht habe, was ich halt dafür gemacht habe, wenn mich irgendjemand anschaut, hey, warum greifst du mich an? Also dann habe ich halt einfach gesagt, okay, dann, ja. Ja, oder so, hör auf damit, ich will das nicht. Ja, das ist ja dann die Übersetzung. Hör auf damit, ich möchte das nicht, kannst du bitte aufhören? Lass das. Obwohl, ich finde ja, na gut, glaube ich, wenn man einfach nur sagt, ich höre bitte auf damit, wir sind schon durch. Lass das bitte. Ich glaube, dann, ja, gibt es auch schon Leute, die dann halt aufhören. Meinst du, es bewirkt mehr, als wenn die Leute dann schreiben, warum greifst du mich an? Ja, es hört sich immer so ein bisschen nach Heuldings an. So nach. Ich weiß, ich kann auch einfach nur sein, dass wir alle diesen Unterton halt einfach schon haben. Und übrigens, hinter mir schnarcht gerade ein Hund, glaube ich, irgendwo. Aber ist egal. Immer weiter schnarchen. Und die Katze liegt Der hier auch irgendwo Grutsch rum. Der war's. Grouch auch, ja. Also, wenn ihr im Hintergrund eine schnarchende Hund von mir hört, das ist die Bibi, eine Mini-Bull-Terrier-Dame und die ist schon 14,5 Jahre alt. Von daher, die darf ich auch gerne meinetwegen ins Mikrofon sabbern, das ist mir scheißegal. Aber weil das ist echt eine super süße. Ich blende gleich mal ein Bild von ihr ein. Kriege ich auf jeden Fall hin, ja, Bild. Bibi! Bild. Okay, was haben wir noch? Wir haben hier noch, ich komme nicht ins Spiel, gibt es zum Beispiel auch eine Aussage. Die bewirkt zum Beispiel, oh, ich habe übrigens gerade auch beim Glücksrad Nahrung. Und da bewirkt jetzt zum Beispiel die Aussage halt entweder halt, ich brauche Nahrung oder wie Susi auch schon gemeint hat, ich brauche Def oder ich brauche auf jeden Fall Hilfe, weil ich gerade nicht ins Spiel komme. Generell finde ich es eine Schweinerei, hier ins Spiel zu kommen. Das kann man auch,
ist es auch privat irgendwie und muss man nicht machen. Ins Spiel zu kommen, ja. Ich finde es auch manchmal auch nicht gut, wenn du halt im Spiel gerade kommst. Ich meine, also wenn du dich schon selbst befriedigst, solltest du das auf jeden Fall probieren, nicht im Spiel zu tun. Finde ich auch. Ja, ist auf jeden Fall eine super Sache. Ist euch übrigens schon mal aufgefallen, dass ist mir zum Beispiel aufgefallen, wenn ich mich zum Beispiel mal selbst befriedige oder so, dass ich danach im Endeffekt manchmal noch spitzer bin als vorher. Aber wenn ich mich öfters hintereinander selbst befriedige, dann geht es auf jeden Fall wieder. Ich sag da jetzt nichts dazu, das ist nicht jugendfrei. Heck, du schneidest raus. Ja, du weißt genau, was ich mache. Außerdem geht das, geht. Der nächste Punkt, den wir haben. Scheiße, bin ich durch. Dass zum Beispiel Leute dich zum Beispiel anschreiben und sagen... Potenzieller Bundesbürger versickern täglich in unseren Tastaturen. Ja, und dagegen muss was unternommen werden. Ich habe Stein bekommen, gerade eben im Glücksrad. Das nächste ist, das ist ein Kriegsspiel. Das gibt es ja auch manchmal halt als Gegenargument. Oh, VIP-Punkte, geil. Und bei. Das ist ein Glücksspiel? Nein, das ist ein das Kriegsspiel. Nee, ich drehe gerade den Glücksrad. Ein Kriegsspiel. Ja, das ist dann die Begründung dazu. Ja, nein, das ist ein Kriegsspiel, warum heißt ja dann eher. Ja, weil es halt ein Kriegsspiel ist. Ja, aber das ist ein Kriegsspiel, ist doch eher, übrigens mein Handy hat gerade gekloppt. Das ist ein Kriegsspiel, ist doch dann eher, dass die Aussage nervt nicht. Oder zum Beispiel hat heul doch nicht. Dazu habe ich ja, dazu kann ich jetzt übrigens jetzt nochmal wieder das Lied dazu einspielen. Heul doch, heul doch alles voll. Nimm dir ein Taschentuch und mach hier alles nass. Yay! Heul doch alles voll. Nimm dir ein Taschentuch und mach hier alles nass. Yay! Und dann gibt es ja auch noch die nächste Aussage ist ja zum Beispiel auch, warum greift ihr uns nicht mal fair an? Also es wird immer auf dieses Fair halt irgendwie bezogen. Warum kannst du nicht einfach mal fair angreifen? Warum greift ein Level oder Legendenlevel 800er an, Legendenlevel 400er an? Wie was bist du denn für? Warum kannst du nicht mehr fair angreifen? Solche Aussagen gibt es ja auch nochmal, die ja auch nochmal... Nicht nur du, warum greifst du uns an, nur warum greifst du uns nicht einfach fair an? Und da finde ich halt eher... Das impliziert dann, das ist unfair. Ja, das ist ja, glaube ich, eher noch so ein Nachtreten, noch so ein Held so ungefähr. So, boah, ich finde das scheiße, was du jetzt gerade von mir gemacht hast halt. Und deswegen, aber ich möchte dich jetzt auf jeden Fall damit auch nochmal so ein bisschen haten. So ungefähr, boah, du bist so unfair, du Penner. Und gut, Penner, glaube ich, kannst du dir quasi dazu dann halt irgendwie denken... Aber ja, meistens gibt es ja auch noch irgendwelche Beleidigungen ja noch extra dazu, zum Beispiel mit du H-Punkt-Sohn oder halt, na gut, das gibt es eher, glaube ich, eher weniger, aber halt auch noch so andere halt Sachen. Ich werde jetzt nicht alle Beleidigungen hier jetzt aufzählen, weil ich glaube, das würde zu lange dauern. Es würde den Rahmen etwas sprengen. Ja, wobei, es gibt ja wirklich so einfach Absprachen, ne, dass zwei Allis miteinander ausmachen, hey, wollen wir nicht mal ein bisschen gambeln, ja, das ist für unsere Member ganz gut, da können wir Aufstellung und Deffen üben und ein bisschen was gegen die Langeweile und das muss ich halt echt so absprechen, komm, wir machen jetzt mal 3 Tage Krieg, ne, so und dann ist wieder gut und das ist ja schon fair, dann weiß man, also beide Seiten wissen, dass was kommt und können sich darauf vorbereiten und man trifft sich so auf Augenhöhe. Bisschen gambeln. Daher hat Gambler seinen Namen. Hey, lass mal ein bisschen gambeln. Gambler. Ja. Oh Mann. Oh, frage ich nach, ob das dann, ob er sich deswegen so genannt hat. Fragt er mich bestimmt, hä, wer bist du denn? Ja, so wird es wahrscheinlich. Oh, ich habe eine Adelsbelohnung bekommen. Haben wir gerade Glücksrad in der Adelsbelohnung? Ja, gibt es denn sonst noch irgendwas? So dieses Good Game-sprachisch? Als nächstes habe ich hier noch, das Spiel ist voller Bugs. Stimmt ja auch. Ja, es ist ja so. Ich meine, es gibt ja Leute, die sagen halt, das Spiel ist halt einfach voller Bugs. Ich finde es total kacke halt. Aber halt trotzdem, also halt, sie sagen halt, mich nerven diese Fehler. Und meistens gibt es ja noch eine Drohung, dann höre ich halt auf zu spielen. So ungefähr halt, dann habe ich euch halt nicht mehr lieb, dann mag ich euch nicht mehr. Aber im Endeffekt spielen ja trotzdem immer noch weiter. Zwar sagen sie dann halt, das Spiel ist voller Bugs, es nervt mich, aber ich höre nicht auf zu spielen. Also es ist ja zum Beispiel so, wenn ich zum Beispiel halt, sag ich mal, Monopoly spiele, das ist Brettmonopoly. Und da gibt es zum Beispiel halt bezüglich bestimmte Figuren oder
das Geld ist nicht mehr da oder keine Ahnung was und ich kann mir das einfach nicht helfen, weil ich auch kein Blatt Papier oder nichts damit drauf zu spielen habe, dann spiele ich das Spiel einfach nicht, weil ich sage, ja, scheiße, spiele ich ja nicht. Und die sagen dann einfach, ja, spiele ich halt nicht mehr und spiele trotzdem weiter. Also das ist so, oh, das Spiel ist voller Bugs. Und einige Leute können auch nicht klar definieren, was für Bugs es wirklich gibt. Wohl klar, es gibt ja manchmal halt ja wirklich ein paar Performance-Bugs, gibt es ja immer mal. Oder halt irgendwas anderes, aber klar definieren wirklich können die da auch meistens nicht wirklich was. Oder halt ja, weniger. Das ist dann mehr so, das ist nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Ne? Aber du hast schon recht, irgendwas muss ja an dem Spiel dran sein, dass die das alle immer weiterspielen. Ja, höchstwahrscheinlich einfach nur, weil sie dann über Cirrusburg gehen und langsam mit ihrem Mauszeiger da so rüber kreisen und sagen. Und da gebt ihr doch gleich eine ab, wenn ich dem Zero seine Burg angucke. Yay. Ja, genau. Die sieht so scheiße aus. Ich möchte da gerne rübergehen und den einmal irgendeinen komischen Kommentar schreiben, wie zum Beispiel, hallo. Ja, das wollen sie halt immer alle gerne. Oder den Zero ein bisschen haten. Ja, auf YouTube sowieso. Oder halt, so wie Halve einfach sagen, hey, als ich zuerst einen Kanal gesehen habe, habe ich gedacht, was bist du denn für ein Vollspaß. Beste Kommentar ever. Übrigens, falls ihr auch mal ins Video kommen wollt und auch gerne so einen Kommentar ablassen wollt, kein Problem. Schreibt es einfach in die Kommentare. Vielleicht kommt ihr auch irgendwo mal rein. Wenn die sagen, hey, ja, Ecto, auch negativ so scheiße. Propaganda ist Propaganda. Ja. Allerdings würde ich jetzt nicht draufsetzen. Aber ihr könnt auch gerne der Aberdeen Geschenkpakete schenken. Das geht auf jeden Fall auch. So, als ja, nächstes... Ja, oder dem Ecto. Ja, oder dem Cirrus, genau. Was natürlich auch noch gibt, ist, ich bin nicht Good Game Empire süchtig. Und da ist natürlich die Antwort, ich bin Good Game Empire süchtig. Oh, mein Handy schon wieder. Also was es ja ganz häufig auch gibt, dass die Leute sagen, nein, ich bin nicht süchtig und was willst du denn hier? Aber im Endeffekt, klar, da ist, glaube ich, da ist dann schon manchmal schon auch eine Sucht dahinter. Ja, ich kann jederzeit aufhören. Ja, ich kann jetzt sofort aufhören. Ich lösche jetzt einfach meine Burg. Du hast deine Burg immer nicht gelöscht. Ja, stimmt. Aber ich konnte jetzt aufhören. Aber das Spiel ist ja so scheiße. Ich glaube, ich lösche mich jetzt sofort. Ja, würde ich jetzt machen. Ich mache es direkt. Ich lösche mich jetzt. Guck hin. Dann sitzt du nach und denkst, ja. Spielt es irgendwie immer noch. Oh, Rubine 575. Aber ich bin nicht süchtig. Nee, auf gar keinen Fall. Wie kommt ihr nur da drauf, zu sagen, ich wäre süchtig? Übrigens, ich habe mich mal getestet, ob ich süchtig bin. Ganz interessant. Gibt es auch mit einigen Portalen und so. Und ich würde jetzt sagen, nein, ich bin noch nicht süchtig. Gut, das könnte man jetzt zum Beispiel auch mit dem Text sagen. Aber ich bin stark gefährdet. Also auch zum Thema Internet, aber Internet ist ja, ich meine, du kannst ja überall jederzeit ja wirklich halt online auch sein. Und da ist, glaube ich, auch einfach schwierig, da einfach nicht online zu sein. Ja, das ist ja so ein Fragebogen im Internet, den du mal ausgefüllt hast, gell? Ja, im Internet. Ob ich internetsüchtig bin. Gut, ich habe einfach viel Zeit. Gut, wenn ich Erste Frage, haben Sie Internetzugang? Ja. Dann bist du schon mal gefährdet. Ja, aber ich glaube, die ganze Zeit spielen tun wir ja auch nicht. Ich meine, du gehst ja zum Beispiel jetzt nachher halt an See. Ich helfe noch einem Kumpel hier mit Bewerbung schreiben. Grutsch verprügelt nachher Einhörner oder halt Eichhörnchen und jagt die im Wald oder so. Oder irgendwas anderes in der Art. Ja, nein, wir haben schon noch alle ein reales Leben. Also wenn man kein reales Leben mehr hat, dann sollte man vielleicht mal drüber nachdenken. Ja. Entschuldigung, läuft die Aufnahme noch? Ich habe jetzt gerade nicht die letzten 10 Minuten nicht aufgepasst, ich habe Porno geguckt. Achso, ja, das ist kein Problem. Kannst du vielleicht beschreiben, was für ein Porno du geguckt hast? Ganz perversen, mit Füßen und so. Und oh, Füße, geil. Du mit Füßen und einreiben und... über den Rücken rüber rutschen und dann halt hinfallen und... Ach ja, okay, gut. Finde ich sehr interessant jetzt. Darf ich jetzt noch jemanden grüßen? Klar
kann so jemanden grüßen. Ich glaube, wir sind aber auch schon fertig. Ich habe bestimmt auch schon genügend Einspieler gemacht. Übrigens, zu dem Lied, es gibt da auf jeden Fall, ich muss nochmal gucken, wo ich das hochlade, sonst werde ich das hier nachher nochmal in der Videobeschreibung irgendwo halt auch nochmal verlinken irgendwann mal. Dann möchte jetzt die Dame links aus dem Porno auf dem dritten Bett grüßen, die so schön geröchelt hat. Ja, hier röchelt auch gerade ein Hund, aber der schnarcht einfach nur. Wie hat sie denn geröchelt? Hat sie so geröchelt? Oder er? Ich glaube, sie hatte Würgereiz. Okay, gut, wir gehen nicht weiter darauf ein. Das könnte vielleicht nicht mehr jugendfrei sein. Da könnten wir jetzt mal das Thema wechseln. Was ist denn das Thema? Das Thema ist, wir dolmetschen Good Game sprachisch. Ja, stimmt. Um wieder auf das Thema zurückzukommen. Ja, also auch ja, Good Game Sprache, logisch. Wenn jemand zum Beispiel sagt, könnt ihr mir heute Abend mal Futter schicken, ich habe heute Abend keine Zeit, heißt im Fernsehen läuft ein guter Softporno. Ja, aber der läuft doch nicht abends ein guter Softporno. Gut, was hast du denn für Programme? Also ich habe auf jeden Fall nicht Premiere oder sowas. Oder irgendwelche DSF Sport oder so. Ja, aber Sport 1 weiß doch jeder, die laufen erst nach 0 Uhr. Ja, aber das sind Frauenschicksale. Die stehen da und haben kaum was an und frieren und an irgendwelchen Geräten. Ja, das ist echt schlimm manchmal. Ich meine, die haben einfach kein Geld und müssen sich halt einfach so ihr Geld verdienen und müssen einfach mit wenig Klamotten einfach trainieren. Halbnackt auf irgendwelchen Trimmdichtgeräten. Ja. Genau. Und da bin ich dagegen. Wir sollten alle auf jeden Fall dagegen auch sein. Nicht. Genauso wie früher auf Sat 1, da gab es auch so ganz komische Filme. Ich glaube, die Diskussion kommt jetzt etwas vom Thema ab. Ja, ich bemerke das schon. Ich glaube auch, ja. Ich glaube, ich muss mich nachher mal ganz viel einseifen und waschen gehen. Ja, Susi sagt jetzt nochmal saure Sahne. Ja, saure Sahne. Okay, dann verabschieden wir uns hier mal. Ich rendere das irgendwann, lade es irgendwann hoch und ihr könnt euch irgendwann angucken. Ihr könnt natürlich auch gerne auch noch abonnieren, liken, disliken und einen netten, verstörten Kommentar einfach nur hinschreiben. Nee, disliken könnt ihr natürlich nicht. Also ja, liked stimmt. Einfach nur, was euch gefällt. Ich bin Grotsch. Und bei, lass mich kurz überlegen, 1000 Likes singt hier Grotsch ein Lied, aber nicht live performt. Auf jeden Fall werde ich ihn nötigen, dass er hier so lange nerven, bis er dann irgendwann mal ein Lied singt. Und weil ihr sowieso nicht bis 1000 Likes kommt und es voll übertrieben ist, muss er das wahrscheinlich nie singen. Also, ich sag auf Wiedersehen. Die Susi sagt jetzt auf Wiedersehen. Ja, wünsche euch alles Gute. Tschüssi, bis zum nächsten Mal. Und Grutsch? Ich wünsche sehr vielen Leuten einfach nur einen Pickel am Po.